Tach, hier ist Uli Arz. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen und heute machen wir mal so ein bisschen was über die Work-Life-Balance. Bleibt dran. Bevor wir in das eigentliche Thema heute einsteigen, möchte ich noch ein paar erklärende Worte an euch richten. Und zwar wurde ich von einigen Leuten angesprochen, ob ich hier das ganze Thema Uli-Arts mit Musikkomponiererei, mit Musikproduziererei, mit Videoproduziererei zum Hauptberuf gemacht habe. Das stimmt nicht. Ich gehe also noch wie Millionen anderer Leute einem ganz normalen bürgerlichen Beruf nach und betreibe hier das, was ich hier unter Uli-Arts mache, nebenberuflich. So viel sei dazu gesagt und dann steigen wir einfach mal ins Thema ein. Ja, wenn jemand so wie ich so quasi so zwei Leben unterhält, auf der einen Seite einen Fulltime-Job macht, der auch nicht 9-to-5 geht, sondern wo ich auch schon mal so 10, 12, 14 Stunden einplanen muss und auf der anderen Seite noch so ein anderes Leben betreibt, wie Musikproduzent, Musiker selbst zu sein und Videos zu produzieren, dann wird es schon manchmal ein bisschen schwierig, so diese Ausgeglichenheit herzustellen, das alles unter einen Hut zu bekommen. Insofern wurde ich natürlich auch danach gefragt, wie machst du das denn eigentlich? Wie sortierst du das denn eigentlich? Ich habe für mich so ein paar Mechaniken gefunden, wie ich das sortiere hauptsächlich, um mir klar zu werden, was ist eigentlich wichtig, woran hängt es eigentlich, wenn ich gerade mal so ein bisschen Überforderung empfinde oder zu viel habe, dann fange ich an zu sortieren und das erläutere ich hier mal so ein bisschen und im weitesten Sinne hat es mit Sicherheit was mit der Work-Life-Balance zu tun. Work-Life-Balance heißt ja nichts anderes in Deutsch übersetzt, dass das die Balance zwischen Arbeit auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite bedeutet. Und ja, wie gesagt, ich habe da ein paar einfache Mechaniken entwickelt, um die Dinge mal so für mich zu sortieren. Ja, für mich ist es erstmal wichtig, dass ich mir so eine kleine Basis gelegt habe, um dann auf dieser Basis aufbauen zu können, wie so mein Zufriedenheitshaus, so wie ich es mal nennen, aussieht. In dieser Basis habe ich erstmal so für mich definiert, was will ich, wer bin ich, was will ich eigentlich machen und was will ich eigentlich nicht machen. Sollte man nicht unterschätzen, aus meiner Erfahrung heraus gibt es da schon mal Momente, wo man sich fragt, ist das eigentlich das, was ich will? Ist das eigentlich das, was ich tun wollte mit meinem Leben? Oder laufen da Dinge gerade in eine Richtung, die ich eigentlich so gar nicht so richtig wollte? Auf diese Basis setze ich dann so drei weitere Säulen drauf, um die zu sortieren. Die eine Säule hat so was damit zu tun. Ich habe die Verpflichtungssäule genannt. Also alles, was so mit Verpflichtungen, mit Dingen zu tun hat, die ich machen muss. Das ist einerseits mit Sicherheit Arbeit. Natürlich muss jeder von uns hinreichend Geld verdienen, um sein Leben zu bestreiten. So muss ich das auch tun. Und da sind halt auch Dinge mit verbunden, die mal weniger Spaß machen. So einfach ist das. Ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert, sondern es ist so, wie es ist. Und man muss die Dinge so nehmen, wie sie halt manchmal kommen. Auf der zweiten Seite ist für mich aber auch wichtig, so ich habe das so die Spaß- und Aktivitätensäule genannt, dass ich hinreichend Ausgleich auch habe zwischen den Dingen, die ich tun muss und zu den Dingen, die ich tun kann und an denen ich wirklich Spaß empfinde. Natürlich ist das auch eine Portion Arbeit, ja, das kann aus der Arbeitswelt kommen, das kann aus dem Privatleben kommen, was auch immer. Gott sei Dank habe ich einen Job, wo mir viele, viele Dinge auch Spaß machen und ich mich dann nicht immer hinquälen muss. Insofern fällt es mir da relativ leicht, da hinreichend Spaßmomente zu kreieren, die das so ein bisschen ausgleichen.
Was ich für mich rausgefunden habe und was ich absolut nicht mehr unterschätze, ist das Thema, ich habe es genannt, die Ruhesäule. Die Ruhesäule, da sortiere ich alles so ein, was ja mit Entspannung einfach zu tun hat. Ja, ich habe festgestellt, dass es für mich unsagbar wichtig ist, dass ich hinreichend Zeit habe, hinreichend Freiräume habe, wo ich auch mal rein gar nichts tue. Also zwischen all den Aktivitäten, ob es nun Spaß ist, Verpflichtung, Arbeit, Musikmacherei, Videoproduziererei etc., brauche ich auch immer mal so Phasen, wo ich einfach nur mal flach auf der Couch liege oder in der Sonne sitze oder was weiß ich, einfach nur spazieren gehen oder was auch immer. Also irgendwas mache, wo ich einfach zur Ruhe komme, wo ich einfach mich mal versuche zu neutralisieren. Ich glaube, das sind für mich so die drei wichtigen Dinge, die ich anwende oder Schachteln oder Säulen, wie ich sie nenne, anwende, um die Dinge mal einzusortieren. So, und die Kunst ist es dann, diese drei Säulen so ja im Einklang, in der Balance zu halten. Wenn eine der drei Säulen irgendwie zu viel ist, dann leidet irgendeine andere Säule darum. Schon gerät das Ganze so ein bisschen ins Ungleichgewicht. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Ja? Und wenn das alles so im Gleichgewicht ist, dann habe ich so ein Dach der Zufriedenheit. Ja, das ist so mein Prinzip. Und damit komme ich ganz gut klar und kann die Dinge immer mal wieder sortieren. Wenn ich das Gefühl habe, jedem läuft irgendwie gerade was nicht so in die Richtung, die ich gut finde und nicht so in die Richtung, die mir auch persönlich gut tut, dann nehme ich diese Methodik mal zu Rate und sortiere mal die Dinge aus und stelle dann relativ schnell fest, was jetzt hier gerade nicht stimmt. Ja, nochmal zum Mitschreiben, vielleicht mein Häuschen zur Zufriedenheit, wie sieht das so aus? Ich habe mir so eine Basis gelegt, indem ich mir erstmal klar werde, was bin ich und was will ich eigentlich machen so in meinem Leben. Setze da drauf so drei wesentliche Säulen aus meiner Sicht, das Thema Verpflichtung, Spaß, Aktivität und Ruhe. Und wenn das alles im Einklang ist, wunderbar, dann entsteht so ein Häuschen der Zufriedenheit. Wenn sich dann sowas verschiebt in den Schwerpunkten, dann kommt auch ganz schnell mal eine Schieflage rein und die anderen ist nicht mehr so richtig ausbalanciert. Und wenn dann noch eine draufgesetzt wird, dann ist es aus, dann fällt alles im Prinzip zusammen. Und man muss wieder ganz schnell dafür Sorge tragen, dass das wieder in die Balance geht. So funktioniert die Mechanik simpel und einfach. Für meinen Teil, ich kann damit super leben. Ich kriege das so einigermaßen gut sortiert. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo mal was schief hängt. Und das gehört ganz normal dazu zum Leben. Und macht es ja auch spannend. Also wenn alles immer so gleichmäßig läuft, das wird ja dann ganz schnell langweilig. Ja, so viel sei dazu gesagt. Mehr habe ich da eigentlich nicht dazu beizutragen. Das war der hochwissenschaftliche Beitrag jetzt von Uli Arzt zu dem Thema Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen interessiert oder ob es euch hilft. Ich kann sagen, mir hilft's. Probiert es vielleicht einfach mal aus und macht es einfach mal. Ja? Ihr müsst es selbst rausfinden. Aber das soll mal so einen Hinweis geben, Denkanstoß. Vielleicht kommt ihr damit klar. Das war's für heute schon. Ich bin am Ende mit meinem Vortrag heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bleibt mir gewogen, bleibt dem Kanal gewogen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!